Und jetzt geht es um einen Hansdampf auf allen Dächern. Wir sind in Schönebuch angelangt bei der Beatrice Draxler. Und sie hat ein neues Buch geschrieben. Und das war genau auch der Titel, Hansdampf auf allen Dächern. Bea, erzähl mal, um wen geht es hier und wie bist du dazu gekommen, das Buch zu schreiben? Also, es geht unter Hans Glanzmann. Der hat ein Geschäft, das heisst Glanzmann Multimedia AG. Aber das ist eine ganz lange Geschichte. Mit 81 Jahren geht er immer noch auf Dächer. Seit 66 Jahren ist er im Geschäft. Macht Weiterbildung, ist voll bei den Leuten. Jetzt, wie es dazu gekommen ist, der Hans schaut seit Jahrzehnten bei uns schauen, dass die Fernsehen laufen. Und dann erzählt er jedes Mal so Geschichten, relativ schräge Geschichten. Dann habe ich gesagt, Hans, das darf nicht verloren gehen, das muss in ein Buch rein. Dann sagt der Hans, schreibst du mir das Buch? Und ich sage, oh, machen wir schon. Und so hat es angefangen. Also ist es eigentlich eine Biografie, könnte man sagen, mit diesen Anekdoten und Aufzählungen. Jetzt, wie bist denn du mit ihm vorgegangen? Sitzt man da stundenlang an einem Tisch beim Kaffee? Du hörst zu, machst Notizen oder wie läuft das? Schön wär's, der Hans hat nie lange Zeit. Mehr als 2 Stunden hat er nicht. Den müssen wir zum nächsten Kunden. Also haben wir angefangen, hat Hans das auf Diktaphon gemacht. Natürlich Baseldeutsch. Hat auch viele Sachen nicht gestimmt. Das finden wir dann im Internet und kann dann wieder fragen. Und aus dem habe ich dann Geschichten gemacht und habe vor allem mir überlegt, was wollte ich als Laie wissen. Wie ist das? Warum ist das toll? Komm, erzähl mal. Und so haben wir dann so die Strukturen gemacht und von Moll zu Moll sind wir dann ein Stück weitergekommen. Aber wieso bist du denn ausgerechnet auf den Hans gekommen? Was hast du für eine Verbindung mit ihm? Es ist eben, dass er unsere Fernseher seit Jahrzehnten zum Laufen bringt. Aber die ganz enge Verbindung hat mit der Wirbank zu tun. Er war dort Vizepräsident des Verwaltungsrats. Ich war dann in der Geschäftsleitung. Und da haben wir natürlich enorm viel miteinander erlebt. Und die Chemie stimmt, kann man sagen. Jetzt, wie geht das weiter? Das Buch schreit ja förmlich jetzt nach einer Vernissage. Nicht ganz einfach zu diesen Zeiten, aber ihr macht euch auf den Weg. Ihr möchtet es gerne präsentieren. Wie läuft das? Wir machen die Vernissage. Und zwar im Jägerstöbli in Allschwil. Und zwar am 14. November, wenn wir viele Anmeldungen haben, am 15. noch einmal, weil es gibt ein Corona-Konzept mit höchstens 60 Leuten. Und ich stelle mir das vor, dass wenn man in einen Teufelhof geht oder ins Fauteuil, Zuschauer haben eine Maske an und dann sind sie geschützt und die anderen sind auf der Bühne. Dann kann nichts passieren. Aber auf der Bühne passiert etwas, was dürfen die Leute dann erleben? Tust du ein Müsterli noch vorlesen davon? Die dürfen auf dem Podium noch selber über Geschichten auch diskutieren. Wie ist das gedacht? Also alles ins Detail ist noch nicht geplant. Also ich werde ihm Hanshaufen Fragen stellen. Er wird in seinem schönen Baseldeutsch mit den blauen Augen einfach frisch von der Leber weg erzählen. Und dann kommt noch ein Mann mit einem Dreijörgeli. Also Post geht ab. Tipptopp, das heisst, ihr müsst euch unbedingt anmelden in Allschwil im Jägerstübli zu der Buchpremiere Hansdampf auf allen Dächern. Unbedingt anmelden diesmal, damit Bea Draxler aber eben auch könnte den zweiten Tag aufmachen. Und ich denke, das ist der richtige Moment und auch eine gute Zeit, um sich ein tolles Buch mal ein bisschen näher anzuschauen. Viel Vergnügen!